Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher mit mir, dem Potato. Ich mach mal kurz ein bisschen la. Ich wollte nicht komplett ausmachen den Ton. So, ich hoffe, der Ton ist jetzt angenehmer. So, jetzt hat er auch gleich wieder Ton. So. Voller Anfang, nicht wahr? Ja, richtig professionell hier heute. Ich komme zurück aus nicht Urlaub, es war Arbeit. Also ne, Urlaub ist es nicht, es ist ein Seminar, genau. Das ist das, was ich suchen wollte. Und wir gehen jetzt in das Labor zum Kalkstein. Wir wollen mit Karim oder ich habe den Namen vergessen reden. Wegen Vincent. Der wollte ja. Der gab Chips. Entschuldigung. Ich lasse das. Wir gehen da zu ihr und reden über Vincent. Ja, bekannterweise im letzten Part. Oder in den letzteren Parts. Ich glaube, der letzte oder vorletzte war es. Ist schon etwas her, so eine Woche ungefähr, dass ich aufgenommen habe. Ja, über Vincent reden, da der ein Werwolf geworden ist. Oder zumindest definitiv eine Verwandlung vor sich, also definitiv eine Verwandlung an sein Äußeres genommen hat. So, wie viel Geld haben wir? 2000. Wir können uns die vielleicht bald holen. Wäre auf jeden Fall cool. Ach, dafür fehlen uns noch ein paar Sachen. Ich guck mal noch was kurz zu. Ich weiß nicht, welche Taste, welcher Shortcut das war von Held. Vielleicht habe ich das auf H gesetzt. Ich weiß es nicht. Aber bis jetzt so nicht ist. Nee, wir haben keinen Punkt bestimmt. Nein. Vielleicht zu dir. Seid gegrüßt. Ihr seid wohlbehalten zurückgekehrt. Der Hierophant hat das Heilmittel für Lykanthropie preisgegeben. Aber ich muss den Namen eures Liebsten wissen. Ich verrate die Identität meines Mannes nicht. Lieber soll er ein Werwolf bleiben. Ich weiß bereits, dass Vincent der Werwolf ist. Bitte, tut ihm nicht weh. Ich werde versuchen, ihm zu helfen. Hört gut zu. Ja? Ich habe mit dem Hierophanten über das Leiden eures Mannes gesprochen. Oh. Vincent soll nachts ein Hemd aus Hundspetersilie tragen. Dann wird der Fluch aufgehoben. Ich kümmere mich darum. Ich habe die Petersilienblätter gebracht. Webt Vincent ein Hemd, um den Fluch aufzuheben. Danke. Ich fange sofort damit an. Okay. Diese ganzen braunen Teile, die sahen gerade aus, wie als wäre das alles Ratten, die kleinen Steine hier aus dem Boden hier ragen. Was war jetzt eigentlich da? Wir sollen irgendwann wieder kommen. K, J, P, J. Und ich sollte demnächst bei bla bla bla. Ja, das machen wir irgendwann. Würfelspiel. Ja. Mit anderen aufpassen gesucht. Okay, wir müssen jetzt echt warten. Dann warten wir mal. Oh, die ganzen Ratten da. So, dann schlafen wir mal. Bis zum Morgengrauen. Ich sag, ich habe meine Abmachung mit Jesro. So, die Olle ist wieder draußen. Ja? Ja? Hat das Hemd Vincent geheilt? Es war schrecklich. Der Mond ging auf. Vincent verwandelte sich, zerriss das Hemd und lief davon. Beruhigt euch, Carmen. Vielleicht erweist sich eine andere Methode als wirksamer. Ja? Wie heißt ihr wirklich? Hela. Aber das ist zu gewöhnlich. Okay. Lebt wohl.
Bekannte? Oh Gott. Was Seltsameres als diese Missgeburt habe ich noch nie gesehen. Okay. Da muss ich jetzt nachgucken, was eine bekanntere ist. Schön, dass Beast bei der Quest verfolgen. Nein. Oh nein. Mal hier. Ach, guck mal, das müssen wir jetzt auch machen. Aber warte, wo war's? Das Schöne ist, ich muss bekannter zu Nein für Leukatrophie ausprobieren. Leukatrophie. Tropie. Mann! So, dazu muss ich in Formeln gehen. Nur Trankrezepte. Großteil der verlorenen Abs. Oh, guck mal, der ist gar nicht so scheiße. Effekt. Der Trank starke Widerstand gegen Säure und auf Säure basierte Gifte. Trank macht verborgene Kohlen. Sonne. Ausweich und parieren. Der Trank hebt Trunkheit ausgeblich auf. Ja. Vorspringer. Nach dem Genuss fügt der Trank eine Bronze. Unser Talent hinzu, das. Warte, das müssen wir gleich mal ausprobieren. Silbertalent, Alter, wir müssen mal Höhlenhundseele und Vorspringerblick ausprobieren. Maximale Ausdauer. Ja, ne. Vitalität, das wirst Ausdauer, Weide, ja. Man kann auch eine Herrschung anderer Träger durchsetzen, Feldbot für Grundstoff, weißer Honig, Toxik, Werwolfshude. Dieser Trankgenoss gewährt er Zugang zu einer speziellen Ausbaustufe der Eigenschaft Gewandtheit. Die Ausbaustufe weckt die Raubtierinstinkte des Hexers und verbessert die Kampffähigkeit nach Einbruch der Dunkelheit. Ah. So, welche Tränke wollte ich ausprobieren? Den Vorspringer und Höhlenhundseele. Komm, zeig mal. Alchemie. Ach, schade. Höhlenhundseele. Was fehlt uns dazu? Warum kann man das denn nicht einsehen? Vitarol. Vitarol, Rebis und Rebis. Kann man wirklich nichts oder kann man allgemein ja nicht brauchen? Doch, Frauen können wir hier. Die Frauenträger. Nebenwirkung von Alkohol. Ja, komm, steh mal wieder auf. Los, komm. Wusch! Wollt noch was gucken? Inventar. Kann man gleich mal gucken. Aber da. Hier haben wir noch was. Und warum geht das? Ging das jetzt nicht? Keine Ahnung. Na, dann beschäftigen wir uns halt mit der Hauptquest. Das hier. Dafür müssen wir zu den Docks. Wo müssen wir da? Zu Händlerviertel. Warte, welcher Weg ist jetzt kürzer? Wir sind hier. Ah, da können wir auch zum Tor gehen. Glaube ich, gerupft wie gesprungen. Und diesmal geben wir auch nicht so viel aus. Wir wollen nämlich bis 5. Wir wollen nämlich dicke 5000 mal haben. Ja, bin ich falsch. Wir müssen dort hinten dann rein. Wenn wir dann die dicke 5000 haben, dann können wir was richtig, richtig Nices holen. Aber das wird eine Bronzestufe und so. Aber warum geht das denn nicht? Warum wir da exakt irgendwie. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Ich komme gerade selber nicht drauf. Wir haben das doch. Ich mache mal die Seite, die es angenehmer zu spielen. Für mich zumindest. So.
Gleich kommt wieder die schönste Musik auf Erden. Okay, die schönste nicht, aber eine ist sehr schön. Im Gegensatz zu der, die wir gerade hören. Und der lädt jetzt erstmal wieder 10.000 Jahre lang. Weil dieses Gebiet scheint sehr anspruchsvoll für, nicht mein Rechner, aber für das Spiel zu sein. Vor allen Dingen, wenn es regnet. Was für euch hierher? So. Wohin müssen wir jetzt? Magische Markierung. Die ist am Marktplatz. Hier fehlt mir noch so ein bisschen, aber nur ein kleines bisschen die Orientierung. Aber die sollte sich auch bald gegeben werden. Oder gegeben worden sein. Es sollte doch nicht regnen. Dann gehen wir hier rein, würde ich sagen. Und dann sind wir am Markt. Geht ihr immer mit dem Schwert einkaufen? Verdammt, diese Waren können unmöglich so teuer sein. Perfekt. So. Raduwitz Versteck. Okay. Hallo! Sieht man da echt die Pixel drauf? Nice, pure Gönnung. Hallo, Raduwitz. Zeig mir deine Frise. Wie siehst du hier aus? Das werden wir jetzt bestimmt sehen. Hallo, Raduwitz. Seid gegrüßt, Hexer. Seid gegrüßt, Raduwitz. Diesmal ist kein magischer Spiegel zwischen uns. Wie schön, dass ihr meine kleine Zuflucht gefunden habt. Mit Triss Merigolds Hilfe, habe ich recht? Ihr kennt Triss? Nicht persönlich, aber ich kenne Philippe Eilhardt. Und damit kennt man alle Zauberinnen. Ich wollte mit euch sprechen, Hexer. Wollte ich auch. Wer ist Philippa? Eine der prominentesten Bürgerinnen Redaniens. Sie hat die halbe Elite Redaniens bestochen, betört oder eingeschüchtert. Sie gehört auch der Zauberinnenloge an, so wie eure Triss. Die nehmen keine Zauberer auf? Nein. Jede dieser Frauen glaubt, sie dürfe über das Schicksal der Welt bestimmen. Und manchmal tun sie das auch. Wenn ihr das sagt? Man sollte Zauberinnen nicht schmähen. Wunderschön, weise, hilfreich. So geben sie sich jedenfalls. Eines Tages werde ich sie in ihre Schranken weisen. Obwohl sie in ihrer Gunst stand, verriet Triss einst ihre Freundinnen. Ich vertraue Triss. Denkt an meine Worte. Ihr wolltet etwas. Kennt ihr die jüngsten seltsamen Erlasse in Vysima? Ich habe davon gehört. Sie tragen des Königs Siegel, doch manche argwöhnen Schwindel. Erzählt mir mehr. Wie Thaler sagte, Volltest hat diese Erlasse nicht unterzeichnet. Ich kenne seine Unterschrift. Ihr kennt Thaler? Gewiss. Ich wäre ein Narr, würde ich den Geheimdienstchef Temeriens nicht kennen. Also hat Volltest das Kriegsrecht nicht verhängt? Nein. Ich denke, ich sollte ihn informieren. Wer seid ihr? Und damit meine ich nicht euren Namen. Gute Frage. Leider gibt es darauf keine leichte Antwort. Ich bin an Redaniens königlichem Hofe aufgewachsen. Mein Vater wurde während des Krieges mit Nilfgaard ermordet. Seit ich mich nicht mehr für Spielzeug interessiere, versuche ich, mein Erbe zurückzuerlangen, die Mörder meines Vaters zu finden und Ordnung in mein Land zu bringen. Leider bin ich von korrupten Verrätern, allzu ehrgeizigen Zauberinnen und frustrierten Kaplänen des ewigen Feuers umgeben. Soweit ich das beurteilen kann, ist die Oberschicht Temeriens genauso. Nichts lockt Hurensöhne so sehr an wie Macht. Wenn ich zurückkehre, organisiere ich eine große Jagd. Hexer? In welcher Beziehung steht ihr zu Adda? Ich hatte gehofft, ich könnte sie überreden, den König Redaniens zu ehelichen, wovon beide Königreiche profitieren würden. Mit Volltests Hilfe könnte unser König sich endlich von all den Parasiten, die ihn umgeben, befreien.
Im Gegenzug könnte Redanien Temerien gegen die Skoyatel beistehen. Die Vorteile für den Handel brauche ich nicht, es zu erwähnen. Die Vereinten Königreiche könnten der wachsenden Macht der Ritterorden und der Zünfte trotzen. Und obendrein... Genug. Ihr habt mich überzeugt. Aber ich bin nicht Adda. Und ihr, Hexer? Wie denkt ihr über Voltests Tochter? Was wollt ihr wissen? Ihr seid ein Experte für Ungeheuer. Ihr habt den Striegenbann gebrochen. Stimmt. Kann sie Kinder bekommen? Ja. Warum nicht? Gesunde Menschenkinder? Ich denke ja. Aber einer der Wissenden sollte sie untersuchen. Habt Dank. Ich hoffe, dieses Gespräch bleibt unter uns. Und pfuscht bitte nicht in Redaniens Thronfolgeplänen herum. Ich pfusche generell nicht herum. Also habt ihr nichts zu befürchten, Eure Majestät. Wie habt ihr das herausbekommen? Die Art, wie euch eure Leute ansehen, wie ihr von Redanien und Adda sprecht. Und dann euer Ring. Falls ihr je nach Redanien kommt, besucht den königlichen Hof. Lebt wohl. Lebt wohl, König. Ja, ja. Radu mit der Strecke. Mit dem werden wir irgendwann auch noch zu tun haben in sehr, sehr, sehr langer Zeit. Das wird noch dauern. So, haben wir jetzt irgendeine Quest eigentlich markiert? Nö. Ja, nee, Klusar will ich nicht. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, wenn ich die Klusare nicht durchlese. Weil die sind hier nicht so gut geschrieben, wie ich finde. So, ich sprach persönlich mit Trautowit, bla bla bla. Auf dieser Weise werde ich die Salamandra nie erwischen. Ich werde es nicht regieren, mich in die Angelegenheit von Monarchen einzumischen. Was, wenn ich hier was... Achso, okay. Ja, ja, schön, dass Ries da spielt. Guck mal hier, es wird überhaupt nicht wehtun, dass es Sanas Faustkampf, Geheimnis des Hexers, gesucht und verzeihlich. Okay, was machen wir jetzt? Oh. Okay, ja, das heißt ja nichts. Ja, ja. Überhaupt nicht wehtun, das ist auch egal. Sollte stärkere Gegner, so ein Geheimnishexer, ich muss. Naja, finden, bis ich die Spur wieder auf ihm. Genau, hier. Ich muss. Mit. Siegfried sprechen. Und Siegfried ist. Okay, laufe ich richtig? Maribotor, kann man da irgendwas machen? Warte mal, wir gehen mal zum Maribotor. Was führt euch hierher? Maribotor. Können wir da durch? Bestimmt nicht. Nope. So, da würde ich sagen, wir gehen jetzt in das Händlerviertel. Also aus dem Händlerviertel, in das Templerbezirk. Und werden jetzt ein. Muss wenigstens der Garten nicht gegossen werden. Laufen wir immer noch richtig? Jawohl. Da hinten. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn es euch gefallen hat, abonniert, kommentiert oder lasst doch einen Daumen da. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.